Hallo Minecraft, hallo Mephisto. Hallo Leute, hallo Varuna. Du bist hier schon wieder am Lava kochen und ich hoffe, dein Cobblestone-Generator funktioniert diesmal. Ja, wenn nicht, haben wir halt noch ein bisschen mehr Obsidian. Trommelwirbel, Spannung steigt. Ja, brauch halt ein bisschen mehr Platz, aber passt. Ja. Nicht so wie es wollte, aber wir haben schon mal zwei Steine. Ja. Geht doch ein bisschen schneller als Bäume ab. Setz mal den Stein noch da unten hin, also unterhalb vom Wasser. Jetzt Stein unter das Wasser, warum das? Ja, den zweiten Block, unten auf den Grund. Und dann? Mach einfach. Ne, warte. Einen. Ja, gib mal her. Ja, geht eh schon schief. Ich seh's kommen. Einmal so, einmal so. Ja, jetzt pflanze die Lava dahin. Ich seh's schon so schief gehen. Alles gut. Und der Block hier, der jetzt wird's Cobblestone. Guck, zack. Hä? Okay. Das Wasser fließt jetzt hier einen Block nach unten. Das ist der Trick dabei. Funktioniert, tatsächlich. Natürlich. Ich hab doch gesagt, ich hab das schon zigmal verhauen. So, ich brauche noch was zu futtern. Haben wir irgendwo noch Brot oder so? Kümmert sich da drum jemand? Gehen wir ab und zu mal Karotten holen. Karotten? Wofür denn das bitte? Machen zwei Keulen. Ja und? Meine Augen sind schon schlecht. Die müssen doch nicht etwa gut werden. So, ich gehe mal nach oben, weil da oben, habe ich gesehen, ist irgendein Mob gespawnt. Mit zwei Keulen. Ich mach mal ein bisschen Cobblestone. Mit zwei Keulen ist das zwar nicht so sinnvoll, aber ist mir piep egal. Wenn der blöde Cobblestone nicht dauernd in die Lava hopsen würde. Ich komme hier gar nicht hoch. Toll. Ach, das sind zwei Coven-Witches, die da stehen. Achtung, alles Gute kommt von oben. Bum. Guck mal, ob die was droppen da unten. Sind sie in den Turm gefallen? Nee, sie sind. Nee, dann würden sie im Wasser nicht. Achtung, hinter dir kommt eine gleich. Zack. Boah, die hat noch einen Potion geschmissen. So eine Ratte. 30 Sekunden. Ist, glaube ich, runtergefallen, oder? Oh oh, ich muss was essen. Ja, die ist runtergefallen, aber die hat im Werfen noch einen Potion geworfen. Ah, da hinten ist auch ein Potion. Scheiße, ich sterb. Ich sterb. Ich sterb. Ich sterb. Tschüss, Varuna. Ich sterb. Nicht. Kannst dich nicht durch Gift, glaube ich, kannst du nicht sterben. Nicht in diesem Modus. Ach so, stimmt. Da war ja irgendwas, dass beim halben Herz stehen bleibst. Oh, eine Lederrüstung. Matten, Eier, Sprosswut. Eier ist gut. Kann man eine Chicken Farm bauen. Mit einem Ei. Wenn daraus ein Chicken rauskommt, dann geh ja. So. Ich will jetzt endlich die Plattform mal oben fertig bauen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich das diese Folge voll schaffe, die Monsterfalle fertigzustellen. Oh, jetzt habe ich wieder keinen Eimer mit dabei. Und die Frage war ja immer noch, wie weit fließt Wasser? 2, 4, 7 oder 8? 8. Ich glaube 8 war es. Ah ne, warte mal, das machen wir. Ja, ich bin hier ein bisschen auch am Design testen. Kein Hammer. Ja, Varuna, unser Designer. Darf dann noch den Design-Test machen? Muss ja alles immer bei mir schön aussehen. So, jetzt da wir unendlich Stein haben, könnte ich das übrigens mal in dem blöden Buch abhaken. Oh, dann kommen wir jetzt ins Steinzeitalter. Das Holzzeitalter haben wir hinter uns. Ja, sieht bei mir noch nicht so aus. Make
Obsidian with a Stone Barrel. Brauchen wir nicht. Obsidian haben wir schon. Okay. Ein dunkler Raum, 25 Blocks von deiner Basis entfernt für Mobs und Loot. Ja, bin ich dabei. Hammerball. Interessant, praktisch eigentlich. Hast du übertrieben anders gemacht, aber ja. Nein, das ist schon sinnvoll. Ein Grasfeld, 25 Blöcke, um Tiere zu spawnen, okay. Hast du nicht gewusst, dass du da Tiere spawnen kannst? Nein. Ich würde sagen, wir machen gegenüber von der Farm-Plattform auch nochmal so eine kleine Plattform und lassen da Tiere spawnen. Wollte ich mit Tieren? Nein. Bau eine zweite Schicht unter die Insel, mit der du gestartet hast. Ha, guck mal, habe ich auch schon angefangen. Als wüsste ich alles, was Stein kommt. Dein Fass, ich will trotzdem mal gucken, wie ein Stone Barrel geht. Thormium Barrel. Ex Astris. Cool. Noch Stein kochen. Hier drei. So. Ich hätte immer noch keine Ahnung, wie ich in diesen Barrel Obsidian mache. Kippe ich dann beides rein? Oh! Anscheinend hattest du recht mit, dass Lava Sachen anzündet. Nein! Wie gut, dass ich um die Lava drumherum ganz viel Holz, ganz viel Stein gebaut habe. Ja, aber der Mephisto wollte mir ja wieder mal nicht glauben. Die hat sogar im Bereich von zwei Entfernungen noch angezündet. Hab ich dir gesagt. Tisch. Was mit Tisch? Tisch, sagte ich. Tisch? Was mit Tisch? Warum sagt er da einen Tisch? Das ist an den Ohren. Solltest vielleicht deine Musik leiser machen. Die ist gerade leise. Irgendwie, kommt da überhaupt noch was? Ja, ist noch was an. Noch jemand da? Hallo. Ja. So. Hier muss es echt gebrannt haben vorhin. Interessant. Willst du mal hochkommen mit einem Eimer Wasser, bitte? Ich brauche nämlich noch einen. Den Eimer hast du doch. Nein. Nein? Nein. Dann. Die Lava hast du gesetzt. Den Eimer musst du haben. Ich habe ihn nicht. Dann hast du ihn wieder zurückgepackt. Ah doch. Da ist er. Ich habe ihn wohl irgendwie dreimal übersehen. Ich bin doch immer blinder wie sonst was. Sollst mal deine Brille aufsetzen. Dein Hörgerät anmachen. Was? Lauter! Du musst lauter reden, sonst sehe ich dich nicht. Ja, ich weiß. So, Quatsch beiseite. Bin schon ewig nicht mehr im Wasser nach oben geschwommen, merke ich gerade. Dü. Nein! Ach Mensch, immer dasselbe mischt. Platzier mal da hinten, hier unten auf dem Sprucewood in der Mitte Wasser. Ah, passt, genau. Perfekt. Also 7, 8 war's. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich gleich fertig. Also 8 Felder mit dem Wasser, okay, ja. Hä? 8 Felder inklusive Wasser. Den Eimer hast du jetzt wahrscheinlich wieder mitgenommen. Ja, wir brauchen ja mehr Wasser da oben, oder nicht? Nein, ich habe doch hier zwei Wasser. Da ist ja noch der Wasserfall, der nach unten geht. Den können wir ja kurz wegmachen. Der ist ja schon Wasser. Ach so, ja. War zu einfach. So. Also, wenn ich gerne einen wasserlosen Wasserfall. Einen wasserlosen Wasserfall? Ja, natürlich. Den kriegen nachher die Zombies. Ich glaube, wir machen aber bloß eine Höhe. Manche machen hier oben dann 3-4 Schichten.
Du musst jetzt Sets am besten. Was jetzt? Hä? Warum ist da hinten? Ach so, weil da die Stufe fehlt. Ist okay, lass so. Sonst fallen wir da noch runter. Irgendwie kommt gerade wirklich keine Musik mehr. Was ist denn da los? Ah, jetzt. Ah, kurz ein Liedchen weitergesprungen und geht wieder was. So, und die Mobfalle hier muss mindestens 3 Blöcke hoch sein. Vielleicht solltest du da die Fackeln wegmachen. Das kommt später, sonst spawnen die doch jetzt schon. Machen wir ein bisschen Spaß. Vielleicht hauen sie dich vom Turm. Ich bin gleich hoch genug, dass sie mich nicht mehr haben. So, wie machen wir das mit den Ecken? Wie funktioniert das denn? Wie mit den Ecken? Oder macht man wirklich nur in der Mitte die Dinger und fertig? Die macht man nur in der Mitte. Und dann kommt jetzt hier so ein Mob angelaufen und denkt, und dann fällt er hier runter. Achso, man macht gar nicht irgendwie die Ecken noch irgendwas, was wir hinspielen. Sonst gibt's ja keine Spawnfläche. Sonst können wir ja gar nicht spawnen. Die spawnen gar nicht auf Wasser. Nein. Aber du wirst das natürlich oben zumachen, oder? Natürlich, da baue ich jetzt gerade rum. Hast du genug Holz da? Birke könnte ich noch brauchen. Das war knapp. Ist etwa runtergefallen? Jo. Birke. Birk. Aber Holz, kein Palp, gell? Und klar. Palp ist Palp, das ist nichts mehr mit Birke. Jetzt habe ich mich schon wieder verbaut. Oder nee, passt. Ein fröhliches zurück. Ja, wie immer, verklickert. Ich kann mich gerade hinlegen und eine Runde schlafen. Yay, meine Axt hat bloß einen Attack bekommen. Auch kein Schwert mehr, meine Axt ist stärker. Ja, so ist das. So ist das. Ich weiß noch nicht, ob das, ob die Axt dann auch levelt, wenn ich einen Mob haue. Das wäre ja cool. Aber dann wäre es sinnvoll. Vor allem muss man mal gucken, wie die Levelbeschränkung von den Leveln hier ist. Aber ich glaube es nicht. Levelbeschränkung von den Tinkerwerkzeugen natürlich. Wie kommst du bald? Wohin? Nach oben, ich brauch Holz. Oh, bring mir, hol mir, mach mir, ist ja schlimm. Ja, hallo. Es ist einmal so. Einmal pro Folge. Bei 5 Folgen hintereinander, Hey, du profitierst von der Mobfarm auch, ja? Du kriegst deine komischen Bone Meals. Brauch ja keine mehr, ich hab's ja schon. Ach man. Dulla. Ich schwimme! Ich nicht. Na! Ja. Boah, das. Treibt einen so stark ab. Keine Chance gehabt. Ist er runtergefallen? Ja. Trotz nach vorne laufen und allem. Weil jetzt ersticke ich gleich. In freiem Wasser schwimmt man übrigens schneller, gell? Machst du, denk dran, oben drauf Fackeln zu setzen. Ja. Oh, scheiße, Mops.
Nein, Spaß. Erstmal muss ich die Decke hier einziehen. Ich komme gleich und hol das Holz. Warte, das muss 2 hoch sein. Na, falsch. Was? Das Birchwood muss 2 Blöcke hoch sein. Dann geh ich halt über deine komische Leiter und leg's manuell. So. Ja. Selber. Leute, bitte mit Frauen und nicht mit mir. Danke. Nee, danke. Wer hat mich denn hier angerrrt? Ich hab das Holz angerrrt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist wie immer, wenn ich baue. Nein, so. Nicht hinschmeißen. Kleiner Tipp, fall nicht runter. Ich hab gerade runtergeguckt, wir sind schon ein bisschen hoch. Das sind echt nur 25 Blöcke. Nee, 25. Da wo es Wasser runter. Da wo es Oakwood aufhört. Das Rote aufhört. 26, 27, 28, 29, 32. Ich stehe auf 33. Okay. Warum hast du hier oben nochmal so einen Zusatzkreis gemacht? Design. Muss ja auch schick aussehen. Eigentlich wollte ich eine komplette Kuppel noch bauen. Aber das wäre vielleicht im Moment ein bisschen Ressourcenverschwendung. Deshalb können wir den eigentlich wieder abbauen. Oder lassen wir ihn stehen. Lass den Rad stehen. Eine Reihe lassen wir stehen. Oh, mein Telefon. Solange du derzeit weiterbauen kannst. Ach, nee. Aber es reicht auch. Die Folge ist sowieso schon viel zu lang. Ich habe schon wieder die Folge gar nicht auf dem Schirm. Nee, 17 Minuten passt eigentlich. Was, das kriegen wir hier noch fertig? Ja, das schaffe ich noch. Und die Arbeit ist dran. Ich weiß zwar nicht wirklich warum, aber so ist es eben. So. Notfall, Herr Baron, wir müssen auf der Arbeit bauen. Wo hast du denn die Fackeln platziert? Irgendwie unregelmäßig, fällt mir gerade auf. Ja, nee, passt. Jetzt passt's. Okay. Jetzt müssen wir hier noch zumachen und ja, dann was. Du gehst runter, ich hab auch gut. Springen würde ich nicht. Ist schon klar. Ich guck nur einmal am Rand, ob da wirklich alles ausgeleuchtet ist. Ja. Ist alles sehr regelmäßig gebaut, von dem her müsste das passen. Okay, abwärts. Warte mal, kommt hier überhaupt ein... Ne, hier kommt da keiner hin, oder? Ne, hier kommt noch ein Birkenholz hin. Mach mal da noch ein Birkenholz rein. Auf das Birkenholz. Da. Ja. So. Haben wir noch ein Wasser? Wozu? Wir sollten hier in der Mitte noch ein Wasser nach unten platzieren. Erstmal. Könnte doch so runterfallen. Ja, aber 25 Blöcke, weiß nicht, ob du das überlebst. Also ich mache jetzt mal die Fackeln weg, ja? Ja, wenn ich hier die Oakwood mache, müsste das Wasser aufhören zu fließen. Wir müssen halt synchron hier gleichzeitig runterhopsen. Ja, aber kein Oakwood. An uns. Ich mache hier so ein Akazien. Ich hab Oakwood. Machst du die Fackel? Ich hab Akazien. Mach die letzte. Akazie. Ich hab sorry. So. 3, 2. Nein, warte, hast recht, ist auch gut. Ich mach hier hin und dann springen wir den Wasserfall, ja? Ja. Los, Geronimo! Reicht. Bam! So. Ich glaube, das Wasser kommt noch irgendwann. Ja, das braucht immer eine Weile. Mach mal deinen dicken Kopf da weg. Ja, aber dann ist dein dicker Kopf da. Guck, da kommt schon was. Achtung!
Ja, wenn's Wasser weg ist, sollte das Ding sterben. So, jetzt gehen wir weg. Guck, zack, runtergefallen. Ja, droppen die dann auch was, wenn sie direkt sterben? Ja, ja, klar. Echt? Und die Ideallösung ist jetzt, da unten lautet Hopper reinzustellen und mit Kisten zu fabrizieren. So, gehen wir noch auf die Seite. Ich mach mal hier noch. Oh Gott, das geht ja richtig schnell. Das geht voll ab, total. Nur aufpassen bei Hexen. Hexen können überleben, wenn sie in der Zwischenzeit einen Trank werfen. Achtung, da kommt noch was. Das geht total ab. Und wie gesagt, manche bauen da so zwei, drei Plattformen übereinander. Das habe ich mir früher mal als Tutorials angeguckt, als wir noch Vanilla gespielt haben. So, das ist unser kleiner Türmchen, kleines Türmchen. Ich finde es gar nicht mal so hässlich. Ja doch, eigentlich ist es total hässlich. Aber was soll's. Man müsste halt da oben noch Fackeln setzen. Ja, außen. Ich guck das gerade von außen ein bisschen an. Ist okay. Ich bedanke mich jetzt fix, auf jeden Fall verdammt fix fürs Zuschauen. Ja, deshalb habe ich es auch relativ zentral platziert. Ja, damit es auch bloß die ganze Zeit Krach macht und wir nichts anderes hören als Clone Watch. Genau. So, lass hier immer nur eins. Eigentlich ist sogar eins zu hoch. Wenn Mini-Zombie sollte nicht überleben. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war Minecraft Sky Factory mit MacVisto 2051. Unsere Falle steht, Cobblestone-Generator läuft. Die Hexe hat mich vergiftet. Genau, ich habe gesagt, Achtung Hexen, überleben. Sehr schön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao Leute, Minecraft. Ciao Baruna.